Es ist für mich eine große Ehre, hier in Hof etwas erzählen über Neurochirurgie. Wir sind jetzt ganz neu hier als von 1.1. dieses Jahr und wir machen sehr gute Zusammenarbeit mit Orthopädie, Unfallchirurgie, Professor Schurmann. Das funktioniert wunderbar, eine gute Ergänzung. Und zum Ersten werde ich erzählen etwas über Kopfneurochirurgie und danach über Wirbelsäule mit eigentlich Betonung minimal invasive Eingriffe. Mit ganz, ganz kleinen Schnitten kann man ganz viel machen. Wir können uns bedanken auf moderne Technik. Zum Ersten, ich konzentriere mich auf Endoskopie. Das ist eine spezielle Methode. Wie können wir mit einem langen, schmalen, schlanken Instrument ganz tief in Gehirn kommen und so reinschauen, was passiert da drin? Natürlich, für solche Operationsverfahren müssen wir einen Raum haben, wo Endoskop rutscht. Dann muss eine ausreichende Beleuchtung da sein und auch müssen wir chirurgische Instrumente durch diese schmale Kanal reinführen, dort irgendwelche Operationen machen zu können. Vorteile für diese endoskopischen Verfahren sind verschiedene, kleinste, ganz kleine Schnitte. Das bedeutet schnelle Genesung, kürzere Aufenthalt im Klinikum, minimale Narbenbildung. Einige Operationen kann man auch schneller endoskopisch machen als auf klassische Chirurgie. Leider gibt es auch Nachteile. Diese Bild, welche wir sehen, sind genau so Bild, welche Sie werden heute sehen. Das ist 2D-Bild. Dann ist ganz wenig Platz für Operation und Instrumenten sind begrenzt, weil wir haben nicht so große Auswahl von Instrumenten. Das sind spezielle Instrumente, welche gehen durch diese schmale Endoskop rein. Endoskopie, glauben Sie, ist eine ganz neue Methode? Überhaupt nicht. Das ist schon mehr als 100 Jahre alte Methode. Endoskop haben Urologen entwickelt für eigene Bereich. Und dann schon Anfang 20. Jahrhundert hat eine Urologe probiert, am Kind etwas operieren. Das ist ein Wasserkopf, Hydrocephalus. Ich erzähle später, was ist das genau. Und diese Operation war schon 1910 durchgeführt. Dann ein paar Jahre später, ein anderer Arzt hat eine andere Operation mit Endoskop gemacht, sogenannte Ventrikulostomie. Ich erzähle auch später, was ist das genau. Aber damalige Instrumente waren weit nicht so entwickelt wie heutzutage. Technische Möglichkeiten waren ganz anders. Deswegen war eine höhere Komplikationsrate und Schwierigkeiten. Und diese Endoskopie langsam ist in Vergessenheit gegangen im Bereich Neurochirurgie und kam an große Türe am Szene Mikroskop. Was nutzen wir regelmäßig? Das ist unser Hauptwerkzeug in Neurochirurgie. Und diese goldene Ära von Mikroneurochirurgie war 60er Jahre dann weiter. Das ist Professor Jaschergil in Zürich und dann weitere größere Neurochirurgen. Deswegen dann 70er Jahre und später kommt rasche Entwicklung in Technik und Endoskopie kommt wieder auf die Szene. Da sehen wir ein so Instrument von 70er Jahren. Das ist lange Kanal. Dieser Kanal beinhaltet mehrere Kanäle. Eine ist für Optik, für Beleuchtung, andere für Kamera. Diese Kamera ist da. Diese Kamera kann man hier schließen. Dann kommt ein Arbeitskanal, wo kommen diese chirurgischen Instrumente. Und ein Kanal, wo kommt Flüssigkeit rein und spielt unser operatives Feld raus, Blut und so weiter. 90er Jahre kommt, mehrere Autoren haben schon publiziert, endoskopische neurochirurgische Operationen. Heutzutage Indikation für so eine endoskopische Operation in Neurochirurgie hat sich weit verbreitet. Deswegen
Wir können heutzutage alles Mögliche endoskopisch operieren, wie zum Beispiel Tumoren auf Schädelbasis, verschiedene Sachen, dann auch irgendwelche Schädeldeformitäten bei Kindern, sogenannte Kraniosynostose, Wasserkopf oder Hydrocephalus natürlich, dann verschiedene interkranielle Zyste, aber das erzähle ich alles weiter. Indikation habe ich schon genannt, muss ein Raum bestehen im Gehirn. Wir haben solche Räumlichkeiten, weil innerhalb Schädel gibt es nicht nur Gehirn, sondern auch Hirnwasser. Diese befindet sich zwischen Gehirn und Schädeldecke und auch innerhalb Gehirn. Wir haben verschiedene Räume, das heißt Ventrikelsystem, und dieses Hirnwasser fließt von einem Raum in anderen und letztendlich kommt zwischen Schädeldecke und Gehirn und resorbiert sich in ein Venensystem. Deswegen, wir haben schon Raum für Endoskop, wo können wir rein etwas operieren. Dann, heutzutage gibt es sogenannte richtige endoskopische, sogenannte transendoskopische Eingriffe, wo machen wir Operationen nur durch die Endoskop. Wir operieren das Wasserkopf, verschiedene Arten, dann verschiedene Zysten, Cholezyste, sage ich später etwas davon, dann Tumoren, dann Wirbelzellenchirurgie, jetzt rasch, schnell entwickelt sich in den letzten Jahren auch in Richtung endoskopische Chirurgie, was möglich ist. Und dann eine ganz andere Gruppe, wo Endoskop ist nur ein Hilfsmittel, etwas zu sehen, visualisieren, und wir operieren nicht durch den Endoskop, sondern nebenbei den Endoskop. Wir nutzen auch Mikroskop. Warum dann Endoskop? Um die Ecke zu gucken, etwas besser sehen mit Endoskop, dann eine ganz normale mikrochirurgische Operation, ist da Endoskop nur eine Hilfe. Aber ich konzentriere mich heute auf diese erste Gruppe. Wasserkopf oder Hydrocephalus, habe ich schon gesagt, in Schädel befindet sich nicht nur Gehirn, sondern auch Hirnwasser. Dieser zirkuliert so durch diese Räumlichkeiten, sogenannte ventrikuläre System, und dann absorbiert sich zurück in venöse Sinusse. Jetzt wichtig ist zu verstehen, wenn Produktion von diesem Hirnwasser zu groß ist oder Resorption zu klein ist oder ist dieser Fluss irgendwo verstopft, dann sammelt sich überflüssiges Wasser innerhalb Gehirn, Druck zum Gehirn und verursacht verschiedene Symptome und Patient hat Hydrocephalus. Das muss man eine Lösung finden, in dieses überflüssige Wasser irgendwo reinbringen. Alte Methode, klassische Methode ist eine Drainage machen und andere Ende von dieser Drainage in Bauchraum reinbringen. Aber dann Patient hat ein Implantat, welche kann sich verstoppen, entzünden, und deswegen heutzutage kann man das auch endoskopisch operieren. Nicht jeder Hydrocephalus, aber manchen sicher ja. Wie schaut das aus? Das bedeutet, diese Hirnwasser kommt aus den verschiedenen Gefäßen, diese Flüssigkeit raus, bildet diese Hirnwasser. Das ist dieses Ventrikelsystem, das ist dieser Raum innerhalb Gehirn. Dann zirkuliert von einem Raum in anderen, Entschuldigung, zirkuliert, und dann am Ende kommt zwischen Schädeldecke und Gehirn und resorbiert sich in dieses venöse System. Gibt es angeborene Hydrocephalus, erworbene Hydrocephalus, gibt es auch kommunizierende oder nicht kommunizierende. Was bedeutet diese kommunizierende? Dass alle Räumlichkeiten sind miteinander verbunden, oder nicht kommunizierende, wenn diese Räumlichkeiten sind getrennt mit irgendwelchen Tumor, Zyste, Septum, irgendwas.
wenn eine nicht kommunizierende Hydrocephalus da ist und Flüssigkeit kann nicht zirkulieren, ganz normal, dann können wir diese Obstruktion mit so einem Endoskop lösen. Oder andere Möglichkeit ist, einen anderen Weg zu finden, zum Beispiel eine andere Türe öffnen. Und auf diese Weise kann diese Flüssigkeit diese Stelle, welche verstopft ist, eine Umleitung machen. Das funktioniert auch sehr gut. Und da kommt Endoskop in Einsatz, welche löst dieses Problem. Frühere alte Methode war eine Drainage hier machen, das ist Fremdkörper und diese andere Ende in Drainage geht in den Bauch. Aber bei obstruktive, sogenannte nicht kommunizierende Hydrocephalus ist besser versuchen, ohne irgendwelche Fremdkörper das operieren. Das ist noch einmal Anatomie, ganz genau von diesem Bereich. Und jetzt unsere Beispiele. Das ist zum Beispiel ein Kind, angeborener Hydrocephalus. Warum? Weil da eine Kommunikation zwischen sogenannte dritte und vierte Ventrikel komplett zu ist. Und das muss man etwas machen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Umleitung gemacht, hier eine Türe geöffnet und dann diese übermäßige Flüssigkeit kann in andere Richtung zirkulieren und weiterkommen. Dann ganz interessanter Fall, auch anderes Kind. Was sehen wir hier? Hier sehen wir, dass diese Kommunikation komplett zu ist. Deswegen sammelt sich Flüssigkeit in jedes Raum separat. Das ist vierte Ventrikel, das ist sogenannte dritte Ventrikel. Dann in diesem Raum gibt es noch verschiedene Zysten. Das ist alles so angeboren und Kind ist gefährdet. Diese Flüssigkeit drückt zum Hirngewebe und muss man etwas machen. Was haben wir jetzt gemacht? Ich zeige Ihnen. So, das ist jetzt eine andere Welt innerhalb Gehirn. Wir kommen mit unseren Instrumenten, mit Endoskop in unser Ventrikelsystem. Das ist alles mit diesem Hirnwasser ausgefüllt. Zum Ersten, wir versuchen diese Zyste zusammen mit diesem großen Raum verbinden. Das funktioniert gut. Dieses Instrument, welches Sie sehen, das ist eine elektrische, sogenannte Bipolar-Pinzette, hat beide Poles hier, kommt Strom und dieser Strom koaguliert diese kleinen Gefäße. Deswegen blutet fast minimal, ist so alles sauber. Wir machen ein großes Loch in diese Zyste und auf diese Weise, wir können diese Zyste mit Rest von Raum verbinden. Ohne diese Verbindung, diese Zyste ist immer größer und dann komprimiert irgendwelche wichtige Regionen. So Flüssigkeit ist diese Zyste gefangen und so kann abfließen weiter. Das ist normales Hirngewebe. In diese Zystewand sind keine wichtigen Strukturen, deswegen können wir ohne Probleme so ein großes Loch machen. Jetzt suchen wir die Stelle, wo diese Enge ist zwischen dritte und vierte Ventrikel. Ich zeige Ihnen, wo ist das? Kommt jetzt. Wir suchen das mit Endoskop, das bewegt sich alles. Jetzt kommt. Das ist ganz enge, feine Stelle, wo diese Verbindung musste sein, das ist hier. Sehen Sie, das ist oben drauf eine Membrane, welche
vermeiden, dass diese Flüssigkeit fließt in diesen anderen größeren Raum. Und diese Membrane können wir lösen mit einem speziellen Katheter, das heißt Fogarty-Katheter. Ist sehr oft bei Gefäßchirurgie unterwegs. Und mit einem Ballon, wir können diese enge Verbindung jetzt größer machen, aufblasen, dehnen, ganz vorsichtig, alles stumpf. Wir wollen diese umliegende Gewebe maximal schonen. So, jetzt haben wir Verbindung. Jetzt die Frage ist, da Operation ist quasi schon fast fertig, aber ist nicht fertig. Das ist ein kleines Kind. Dieses Kind wächst ganz schnell und diese unsere Verbindung, was haben wir gemacht, geht nach einigen Monaten wieder zu aufgrund Wachstum des Kindes. Deswegen, wir müssen sicherstellen, dass diese Verbindung bleibt, auch mehr als ein paar Monate. Deswegen, wir legen rein ein Katheter, das ist ein Silikonkatheter mit Löcher, dass diese sichert, dass diese Verbindung bleibt ganzes Leben, hat Löcher hier, geht rein in diesen größeren Raum, diesen sogenannten vierten Ventrikel. So, das führen wir rein mit, durch die Endoskop. So, ganz vorsichtig, weil da sind umliegende Strukturen sind schon ganz wichtig. Das müssen wir diese Gewebe schonen und vorsichtig alles machen. Anders hat der Patient neurologische Ausfälle. Dann andere Löcher sind in diesem anderen Raum und so ist diese zwei Räumlichkeiten sind mit diesem Katheter dann verbunden. So, dann anderer Fall, zum Beispiel klassische Methode Hydrocephalus, welche ist mit Septa und Zysten, diese Räumlichkeiten, dieses Ventrikelsystem ist getrennt und viele Räume, welche sind nicht miteinander verbunden. Und was passiert dann? Dann muss man jedes Raum separat drainieren mit separaten Katheter. Und das ist das Problem. Wenn eine Katheter verstopft ist, dann wissen wir nicht, welche. Wenn kommt irgendwelche Infekt, dann ist alles kontaminiert, wir müssen sowieso alles entfernen. Und so ein Patient kam in Notaufnahme mit akuter Hydrocephalus, weil etwas hat sich verstopft von diesem System. Und so wollten wir jetzt nicht so lassen. Deswegen, das ist dieses Bild, jeder dieser Punkt ist andere Katheter, hat 4 Stück rein, viele Zysten, alles ist mit Septa begrenzt, alles separiert. Das ist jetzt ein riesiges Problem. Von der Endoskopie-Ära musste man noch einmal jeden Raum separat drainieren und einen Fremdkörper reinschieben. Was haben wir gemacht? Wir haben mit diesem Endoskop diese alle Räumlichkeiten zusammen verbinden und dann reicht nur ein Katheter, weil alles miteinander kommuniziert. Dann Arachnoidzysten. Was sind das? Eigentlich Gehirn, dann kommt diese unsere Flüssigkeit, dann diese Flüssigkeit ist zusammengepackt mit zwei Membranen. Eine ist Arachnoide, ganz dünne Membrane und andere dicke Membrane heißt Dura. Diese dünne Membrane, welche hält diese Flüssigkeit zusammen, hermetisch, kann man passieren, das bildet irgendwelche Zyste und Septa, welche dann obstruieren diese Liquor-Hirnwasserzirkulation
oder diese Flüssigkeit, welche ist gefangen innerhalb dieser Zyste, dann drückt zum Gehirn. So ein anderes Beispiel, auch Kind, welche hat eine angeborene riesige große Zyste im Bereich, welche sehr, sehr wichtig, weil da ist Hirnstamm, ganz wichtige Zentren. Diese große Zyste drückt zum diesem Hirnstamm. Gehirn kann man nicht, kann sich nicht weiterentwickeln, weil dieser Druck ist zu groß. Und deswegen bildet sich auch Wasserkopf, Hydrocephalus, und muss man auch eilig etwas machen. Das haben wir operiert, kombiniert, endoskopisch und mikroskopisch, mit zwei Zugängen. Und nach so einer Operation, nach mehreren Monaten, diese gedrückte Hirnmasse hat sich erholt, hat sich reexpandiert, wächst weiter, hat keinen Wasserkopf mehr, keine Obstruktion und braucht auch keine Drainage, keine Fremdkörper. Dann andere Beispiel, auch eine Zyste, sogenannte Porenzephalzyste, tief im Gehirn, auch Liquorzirkulation ist obstruiert, deswegen muss man operieren, haben wir endoskopisch gemacht. Nach der Operation, diese Ventrikelsystem, diese Räumlichkeiten sind ganz eng, gibt es keine Obstruktion und keine VP-Drainage ist notwendig. Dann ganz interessanter Fall, riesige große Zyste, kann man selten so etwas sehen, war schon voroperiert. Diese Zyste war so gefenstert, hat ein Loch gemacht in diese Zyste, aber dieses Loch hat sich offensichtlich wieder zusammengewachsen und kam Patient auch notfallmäßig mit sehr starken Kopfschmerzen, Erbrechen, Hydrocephaluszeichen. Was haben wir gemacht? Wir haben mit dem Endoskop diese ganze Zyste rausgeschält und im Ganzen komplett rausgezogen. Und das ist jetzt nach der Operation so. Postoperative Bilder, schaut alles gut aus, das ist eine kleine Blutung und hat auch keine Hydrocephalus, keine Obstruktion von dieser Hirnwasserzirkulation, alles schaut gut aus. Dann wieder eine Zyste in ganz wichtiger Region, sogenannte Pinealis-Zyste, haben wir auch endoskopisch operiert, komplett entfernt. Alles schaut gut aus nach der Operation. Und dann etwas Interessantes, sogenannte Koloid-Zysten. Das ist eine spezielle Entität. Diese Zysten sind nicht mit Flüssigkeit ausgefüllt, sondern mit einer so dicken Paste, wie Zahnpasta, aber andere Farbe schaut das aus. Sitzt ganz tief zwischen sogenannte Seitenventrikelsystem und dritten Ventrikel, kann man klassisch mikrochirurgisch operieren, aber für diese klassische Operation muss man viel öffnen, eine große chirurgische Trauma ist da, deswegen kann man elegant auch endoskopisch machen und so etwas haben wir auch mehrmals gemacht. So, das ist präoperativ. Diese Zyste. Und wir kommen jetzt rein in diese Räumlichkeiten, wo Hirnwasser ist. Das ist jetzt Seitenventrikel. Und diese Kommunikation zwischen Seitenventrikel und dritten Ventrikel ist zu mit so etwas. So, das ist unsere bipolare Pinzette mit Strom. Da können wir diese kleinen Gefäße veröden, koagulieren. Was ist die größte Kunst, die größte Schwierigkeit bei solchen Operationen oder überhaupt bei Operationen im Gehirn. Wir müssen pathologische oder fremde Gewebe rausnehmen, aber normale Gewebe, welche hat ganz wichtige Funktionen, unbeschädigt lassen. Das ist nicht immer einfach, weil diese fremde Gewebe oder pathologische Gewebe ist ganz adhärent manchmal, klebt ganz fest mit normalem Gewebe. Da sehen wir irgendwelche Gefäße, ganz wichtige Gefäße. Dieses Gefäß darf nicht kaputt gehen,
Aber trotzdem, wir müssen diese wegnehmen. Und das ist ein Spiel, wo brauchen wir eigentlich viel Geduld und gute Nerven. Und Zeit spielt in unserer Chirurgie wenig Rolle. Wir nehmen Zeit so viel, wie wir brauchen. Das ist diese Pasta, was habe ich gesagt, ist rausgegangen teilweise. Deswegen ist das Bild jetzt nicht so klar. Aber kommt Wasser durch die Endoskop, spielt ganze diese operative Feld raus. Und dann kommt wieder klare Bild. Wir haben jetzt das alles abpräpariert, getrennt. Dann mit einer Fasszange, mit einem Instrument diese Zyste genommen. Und jetzt wir ziehen komplette Zyste raus, komplett mit Endoskop. Weil unser Arbeitskanal ist zu klein, zu eng, dass wir keine Zyste durch den Kanal rausnehmen. Deswegen wir nehmen alles raus. Schauen Sie mal das. Das geht raus. Das ist unser Stichkanal, wo Endoskop ist. Das ist diese Zyste, geht raus. Und jetzt ist weg. Jetzt ist alles frei. Diese Kommunikation zwischen Seitenventrikel und dritter Ventrikel ist komplett frei. Hirnwasser kann ganz normal fließen. Kleinere Blutungen, diese ist große Vergrößerung, das ist alles 1 Zentimeter oder so etwas groß. Ganz wichtig, Vene ist nicht kaputt, lebt noch, Patient auch, natürlich. Dieses neurale Gewebe ist in Ordnung und hat keine neurologischen Ausfälle. Tumoren können wir auch operieren. Bestimmt, wenn im Ventrikel irgendwelcher Tumor ist, das ist so ein Beispiel, das sind Ventrikeltumoren und kann man endoskopisch entfernen, das ist vor der Operation. Kleiner Tumor, Schnitt 1,5 cm groß für Endoskop und nach der Operation alles ist weg. Das war glücklicherweise ein relativ gutartiger Tumor, hat sich nicht wiederholt und der Patient braucht keine weitere Therapie. Das ist ein anderes Beispiel, anderer Tumor in ganz, ganz wichtiger Region, welcher heißt Thalamus, das ist ganz heiß, darf man da nicht etwas verletzen oder so etwas. Ich habe diesen Tumor auch endoskopisch operiert, das sind präoperative Bilder, das ist ein intraoperatives Bild mit unserer Fasszange. Nach der Operation ein bisschen Blutungen, diese Grenze war nicht klar, möglicherweise ist ein paar Zellen da geblieben, aber ist auch nicht ein schnell wachsender Tumor und nach mehrere Jahren hat kein Rezidiv. Und jetzt ganz eine spannende Sache, kann man so ein großes Tumor auch operieren aus so einer ganz schwierigen Region. Früher haben wir das gemacht offen, mikrochirurgisch, braucht man größeren Zugang, größere chirurgische Trauma, ist ganz tief. Jetzt heutzutage kann man auch endoskopisch machen, haben wir gemacht, das schaut so ein bisschen aus kleinem Loch kommt raus. Aber ich zeige Ihnen ein Video, ist nicht so super Qualität, aber kann man trotzdem sehen. Das ist diese Verbindung zwischen Seitenventrikel und dritten Ventrikel. Und da ist wie ein Ball, wie ein Ping-Pong-Ball ist dieser Tumor, welcher gehört nicht dazu. Dann versuchen wir das mit Endoskop zum ersten Trennen von normales Gewebe, war relativ gut getrennt, das war Glück. Da ist eine Struktur, welche kann man ein Loch machen, diese Liquorzirkulation umleiten, weil blockiert mit Tumor ist. Das machen wir zum ersten. Und dann wir versuchen, diese Tumor ein bisschen kleiner machen mit unserer Bipolar-Pizette und Strom. Dann wir versuchen, Tumor mobilisieren. Und dann letztendlich rausnehmen. Natürlich kommt kleinere Blutungen, diese Tumorteile sind dann in Wasser, dann können Sie nicht so gut sehen, das ist wie bei Tauchen. Am Anfang ist alles klar, alles super, dann sie bewegen sich und ist nicht mehr so klar.
Aber mit unserem Spielungssystem kann man wieder ein bisschen abwarten und wird alles klar. Das bedeutet, wir haben alles abpräpariert, getrennt von Gehirngewebe, alles genommen mit einer großen Fasszange und wir versuchen das jetzt rausnehmen. Das ist sogenannte Teratom, auch glücklicherweise gutartiger Tumor, hat sich nach mehreren Jahren nichts mehr wiederholt, hat auch keinen Rest, da so kommt raus. So, und da sind postoperative Bilder, da wo Tumor war, jetzt ist Flüssigkeit, jetzt ist nicht mehr. So, und jetzt ein Thema, welches interessant für ein breiteres Publikum, Wirbelsäule. Was kennen wir im Bereich Wirbelsäule anbieten in Richtung endoskopische, minimalinvasive Chirurgie? Das entwickelt sich sehr schnell. In Hof, wir werden alles das haben. Wir haben noch nicht komplette Ausstattung für so etwas, aber kommt schon und wir machen schon verschiedene Sachen mit Leihinstrumenten. In jedem Fall, was kann man machen? Kann man ganz gut Bandscheibenvorfall operieren. Sie wissen alles, was Bandscheibenvorfall ist. Bandscheibe ist ein elastisches Gewebe zwischen zwei Wirbelkörper. Dieses Gewebe amortisiert die Sachen und ermöglichen, dass diese zwei Wirbelkörper beweglich sind. Aber diese weiche, sogenannte Amortisseur, kann auch nach hinten rutschen und dann Nervenstrukturen komprimieren. Und dann sie haben Ischias, so ein Schmerz, welcher geht aus dem Rücken komplett rein in Bein, Oberschenkel, Unterschenkel. Und so, wenn eine reine Bandscheibe da ist, kann man überlegen, das kann man auch endoskopisch operieren. Gibt es zwei verschiedene Methoden. Eine ist sogenannte transforaminaler Zugang, das bedeutet von der Seite, durch Muskulatur unterrenken, wir kommen bis zum Vorfall, wir finden diesen Vorfall, wir visualisieren das und wir nehmen das raus. Das funktioniert so. Dann andere Methode von hinten, dorsal, wenn liegt mehr in die Mitte, dieser Vorfall, kann man von hinten kommen und auch ganz genau sehr gut diese Bandscheibe operieren. Intraoperative, unsere Bilder, das ist so Endoskop, das ist dieser Vorfall, wir nehmen das mit Fasszange und dann, wenn raus ist, kann man ganz gut sehen unter dem Endoskop, das ist Dura, diese Hirnhaut, und das ist dieser Nerv, welcher war komprimiert, Vorfall war hier und jetzt ist alles frei und der Patient hat keine Schmerzen mehr. Für so eine Operation brauchen wir Mini-Mini-Schnitt, ungefähr halb bis maximal 1 cm. Wir müssen nicht Muskulatur kompromittieren und wegschieben, deswegen Wunde ist kleiner, postoperative Schmerzen sind weniger und der Patient kann schneller nach Hause gehen. Aber muss ich sagen, leider nicht jede Bandscheibe ist geeignet für so eine Methode. Wenn Bandscheibe schon älter ist, im Sinn, dass kalziniert ist, fest ist, dann kann man nicht so gut mit Endoskop das entfernen. Deswegen leider, ich kann nicht versprechen, dass jede Bandscheibe möglich ist, mit dieser Methode machen. Und jetzt am Ende noch eine ganz wichtige Sache, Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, wo Schmerz geht nicht in Bein, bleibt in Rücken oder geht ein bisschen in Gesäß. Wir machen alle Bilder, wir machen Diagnostik, wir stellen fest, aha, Patient hat keinen Bandscheibenvorfall, hat keine Spinalkanalstenose oder so etwas, aber warum hat dann Rückenschmerzen? Dann versuchen wir herauszufinden, wo Ursache für diese Schmerzen ist. Und manchmal, nicht nur manchmal, sondern relativ oft passiert, dass dieser Schmerz kommt von sogenannten Facettengelenken. Das sind kleine Gelenke, welche verbinden zwei Wirbelkörper von hinten. Und nach mehreren Jahren sind so
Verbrauch spüren da. Diese Gelenke sind ein bisschen degeneriert, beleidigt, schwierige Arbeit, Haltung und so weiter. Und dann sind schmerzhaft. Und diese Gelenke, dieser Schmerz detektiert kleine Nerven rumherum diese Gelenk. Und dann, was können wir machen? Das machen wir zusammen mit Kollegen Unfallchirurgie, Orthopädie. Versuchen wir finden, woher dieser Schmerz kommt. Dann machen wir so eine sogenannte Unterengenkontrolle, eine Blockade. Mit einer Spritze, mit einem Anästhetikum, wir kommen dahin, wo unsere Vermutung ist, dass Schmerz kommt. Und wenn diese Blockade hilft für ein paar Stunden oder möglicherweise den ganzen Tag, das bedeutet, wir sind gefunden, wo Ursache für Probleme ist. Und mit diesen Beweisen können wir anbieten, diese kleinen Nerven rumherum Gelenk mit Endoskop und unsere bipolare Pinzette unter Strom diese kleinen Nerven kaputt machen und so diese Schmerz dauerhaft ausschalten. So etwas kann man auch passieren zwischen Kreuzbein und Darmbein. Da ist sogenannte Iliosakralgelenk. Dieses ist ganz, ganz wenig beweglich, aber trotzdem kann auch nach der Degeneration und degenerative Veränderungen auch schmerzhaft sein. Und dann kann man auch diesen Schmerz über diese Methode dauerhaft ausschalten. Da muss ich sagen, ist ganz wichtig eine präzise und genaue Diagnostik. Wir müssen Beweise haben, dass dieser Schmerz kommt wirklich von dieser Stelle oder dieser Stelle. So, wir können nicht jetzt Operation auswendig machen in Hoffnung, sondern wir müssen ganz genau wissen, ob das Hauptursache ist. Aber wenn ist, dann haben wir eine Methode, welche ist eine schonende Methode und effiziente Methode, dass ich habe diese Schmerzen los. Und Zusammenfassung, eigentlich Endoskopie ist schon Gegenwart und auch Zukunft mit neuen und weiteren Indikationen. Sicher, da sind auch Nachteile, aber diese Nachteile sind immer weniger mit besserer Technik, mit besserer, mit mehr Erfahrung. Und in jedem Fall, wir können nicht jede Operation endoskopisch machen, aber mehrere und immer mehrere sicher ja. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde. Gibt es schon die ersten Fragen, die Sie stellen wollen? Dann fangen wir mal an. Sie haben sehr viel über den Wasserkopf geredet. Wie verbreitet ist er denn? Eigentlich bei Kindern und auch bei Erwachsenen ist nicht so selten, muss ich sagen. Gibt es sogenannte, in zwei Lebenszeiten ist mehr verbreitet, das sind kleine Kinder. Dann sage ich so, junge Leute sind nicht so betroffen, aber in altersbedingt Wasserkopf ist auch nicht so selten. Grundsätzlich denkt man immer, den Wasserkopf erkennt man durch die Deformation des Kopfes. Ist das so oder kann der auch unentdeckt einfach unter im Gehirn schlummern? Ja, bei Kindern, wir entdecken das bei vergrößerte Umfang, weil Kinder haben ganz weiche Knochen und dieser Druck von Wasser innerhalb Gehirn führt dazu, dass Kopf wächst überflüssig. Aber bei erwachsenen Leuten passiert, das merkt man nicht sofort. Kopf ist definiert, ist fest, kann man nicht ausdehnen und deswegen dieser Druck verursacht verschiedene neurologische Symptomatik und diese Leute landen zumeist bei Neurologen. Erste so Zeichen ist eine breitbasige kleinschrittiger Gang. Das ist das erste Zeichen für Wasserkopf bei Erwachsenen. Weil das Wasser auf diese Gehirnregion dann eben genau, drückt. Ne? Genau, drückt und diese Koordination und Fähigkeit, diese Bewegungen so koordinieren automatisch, ist gefährdet und deswegen Schrittgang ist zum Erst auffällig. Dann andere Funktionen auch.
Ja, bitteschön. Ein Mikrofon kommt zu Ihnen, dass wir Sie alle verstehen. Ja, bei einigen Bildern war dort gestanden, dass der Patient Rechtshänder ist. Wie relevant ist das bei diesen Operationen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr relevant, weil bei Rechtshänder sind Sprachfunktion und Zentrum von rechter Hand an die linke Seite. Und wir müssen das aufpassen, wenn wir machen Zugang und wir gehen zu in Richtung, wo Läsion ist, dann versuchen wir vermeiden, dieses Zentrum für Sprache, auch für rechte Hand, versuchen das schonen, deswegen wir fragen immer, ob Patient Linkshänder oder Rechtshänder ist. Bei Linkshänder ist alles umgekehrt. Dann gehen wir von anderer Seite. Ja. Und was ist, wenn man wechselhändig ist? Also es gibt ja es klingt witzig, aber ja. Es gibt ja in der Tat manche, die schreiben rechts, machen aber Essen mit dem Besteck dann wie ein Linkshänder oder so. Sicher gibt es auch, aber dann kann man, dann wissen wir so nicht automatisch, wo Sprachzentrum ist, rechts oder links. Aber das kann man austesten mit spezieller Diagnostik und feststellen, wo liegt Sprachzentrum. Das aber ist relevant. Das ist für Sie dann nochmal einen Schritt vorher zu tun. Ja. Ja. Da hinten, ja. Kann in naher Zukunft in Hofer-Sahner Klinikum auch der Hemispasmus facialis operiert werden von Ihnen? Sicher, das können wir schon jetzt machen. Sehr gerne. Können Sie kurz allen erklären, was sich hinter dem Fachbegriff verbirgt? Ja. Hemispasmus facialis ist eine interessante Sache. Ein Nerv, das ist Gesichtsnerv, geht raus aus dem Gehirn in hintere Schädelgrube, in diesem Bereich, und dieser Nerv verläuft innerhalb Schädel und dann geht raus und innerviert diese Muskulatur von Hälfte von Gesicht. Ein Patient, welcher hat so einen Hemispasmus facialis, merkt das hat einfach einen Krampf in Gesichtsmuskulatur, weiß nicht warum, weswegen. Dann macht man alle möglichen Untersuchungen und dann kann man auch als Ursache feststellen, dass dieser Nerv innerhalb Schädel ist gedrückt mit einem Gefäß und dieser Gefäßkontakt und Pulsationen von Gefäß drücken zum Nerv und irritieren, beleidigen diesen Nerv und deswegen er reagiert und verkrampft diese Muskulatur. In diesem Fall muss man reingehen. Wir machen das auch minimal invasiv mit ganz kleinen Schnitt, aber mikrochirurgisch, Mikroskop ist ganz wichtig, das haben wir schon im Hof und alle Instrumentarium. Wir kommen rein und wir trennen diese Nerven von Gefäß, wir polstern inzwischen mit einem speziellen Material und so kann diese Pulsationen von Gefäß sich nicht mehr übertragen auf Nerv. Das ist eine interessante, gute Operation. Muss man nur Diagnostik machen und beweisen, dass Ursache für diesen Hemispasmus ist und ist sehr erfolgreicher Eingriff. Das können wir machen. Bist du 100% dann wieder weg? 100% ist in Medizin leider nie. Ist so. Das ist nie wie in Mathematik, aber große, wenn Diagnostik zeigt, dass wirklich da Problem ist und kann man sorgfältig diese Operation durchführen, dann ist große, große Wahrscheinlichkeit, dass weg ist. Kann man passieren ab und zu, dass diese Polsterung zwischen Nerv und Gefäß fällt raus und dieser Nerv kommt wieder in Kontakt und alles wiederholt sich. Das kann man auch passieren. Das ist nicht so jetzt oft. Und kann man auch passieren, dass auch trotz Operation ist alles gleiche wie war, aber dann kann man denken, dann möglicherweise Diagnostik war nicht ganz genau und das Ursache liegt noch irgendwo anders. Kann theoretisch passieren auch, dass gibt es zwei Ursachen, dort und irgendwo anders, und dass diese andere Ursache ist nicht gefunden oder nicht gelöst. Aber grundsätzlich ist eine erfolgreiche Operation. Konkrete Frage nochmal, haben Sie die schon oft operiert?
Ja, das haben wir. In meinem früheren Klinikum haben wir relativ nicht selten gemacht, auch in Uniklinikum Ljubljana relativ sehr oft. Sicher, sicher, aber ich war in einem riesengroßen Uniklinikum, wo alle sind dort gekommen und das haben wir genug Patienten gehabt. War schon eine große Konzentration, ja. Ja. Ja, bitte. Ich habe die Probleme in der Wirbelsäule. Hatte auch schon 2 Operationen, Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule und würde jetzt vielleicht einmal herausfinden wollen, ob es in meinem Alter jetzt auch Sinn macht, da noch einmal nachzugehen und eventuell durch irgendeinen Eingriff noch einmal Verbesserung herbeizuführen. Ich habe dadurch Neuropathie mir eingehandelt. Und das merke ich halt jetzt, diese Probleme kommen von den Füßen, Waden und so weiter, ob man da Möglichkeiten hat. Ja, für Neuropathie chirurgisch leider können wir wenig machen, weil Problem liegt in Nerven, in peripheren Nerven selbst. Da ist ganz wichtig eine gute Diagnostik, neurologische Diagnostik, auch mit Elektrophysiologie muss man beweisen, dass wirklich Neuropathie ist, kann man beweisen mit einer guten neurophysiologischen Diagnostik mit Strom, sogenannte evozierte Potenziale und MEG, solche Sachen. Wenn keine Ursache in Wirbelsäule liegt, sondern nur Neuropathie, dann chirurgisch kann man nichts jetzt machen. Aber soll man noch einmal überprüfen, alle diese Regionen mit bildgebender Diagnostik und bei Neurologe, bei dieser funktionellen Diagnostik und dann möglicherweise wird etwas anderes entdeckt oder ist wirklich Neuropathie, das muss man nachforschen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ja. Da vorne mal. Sie kommen dann gleich. Ich habe Sie registriert. Ich hätte mal eine Frage und zwar, ich vielleicht schon 20 Jahre immer zu mir Rückenschmerzen und Ischias und letztes Jahr war ich dann kurz vorm Operieren und dann hatte eine Chefarzt hatte also die fünf unteren Wirbel müssen raus oder versteift werden und der Spinalkanal ist verengt. Habe ich gedacht, das bisschen schlimm angehört, dann bin ich zum nächsten, also nach Kulmbach und der hat gesagt, gut, die 3 Wirbel müssen wir versteifen und dann den Spinalkanal mitmachen. Und jetzt habe ich immer gedacht, kann man dann nicht nur den Spinalkanal reparieren und die Wirbel einfach lassen oder geht das nicht? Ja, jetzt muss man noch einmal Bilder recherchieren. Eigentlich kann man auch nur Spinalkanal dekomprimieren ohne Versteifung, aber die Frage ist Stabilität. Ob diese Wirbel sind stabil oder instabil, das können wir über diese sogenannte Funktionsröntgen, CT, MRT feststellen, vermuten und sagen, okay. Und wenn eine große Wahrscheinlichkeit da ist, dass nach nur Dekompression noch größere Instabilität da ist, dann empfehlen wir doch Versteifung. Aber wenn alles stabil ist und unsere Vermutung ist, dass durch Operation diese Stabilität nicht gefährdet wird, dann kann man auch anbieten, auch nur Dekompression. Aber das hängt Fall von Fall. Das bedeutet, muss man Befunde noch einmal sehen, alles recherchieren und dann sagen, unsere Meinung ist so oder so. Wo kann ich das feststellen lassen? Wie bitte? Wo kann ich das feststellen lassen, die Untersuchung? Ja, eigentlich mit Bildern. Gibt es spezielle Bilder, sogenannte Funktionsröntgen, CT, MRT. Diese drei Arten sind die wichtigsten. So, dann, Sie hatten noch eine Frage, genau. Mikrofon kommt. Ja,
Frage. Behandeln Sie Aneurysmen auch, beziehungsweise was gibt es da für Behandlungsmethoden im Sana Klinikum? Das ist vorgesehen. Wir entwickeln jetzt auch Neuroradiologie. Wir haben noch nicht alles da, aber vorgesehen ist, das kommt auch eine intervente Neuroradiologe, weil früher Aneurysmenchirurgie war nur neurochirurgische Sache. Dann kommt immer mehr diese Minimalinvasive auf Szene, das ist wie in Kardiochirurgie. Früher haben Kardiochirurgen alles operiert, jetzt kommen intervente Kardiologe und machen verschiedene Stents und solche Sachen. Genauso ist in unserem Bereich, kommt intervente Neuroradiologe und durch Gefäß kommen auf diese Stelle und können diese Aneurysmen von innerer Seite durch Gefäß mit einem speziellen Material verstopfen, sichern und muss man überhaupt nicht operieren. Deswegen ist Fall-zu-Fall-Sache. Manche Fälle ist besser operieren, manche Fälle ist besser so endovaskular machen. Wir haben Plan, in Hof auch diese solche endovaskuläre intervente Neuroradiologie haben. Momentan ist noch nicht. Neurochirurgie ist da, das können wir machen, aber normalerweise ist gewünscht, dass beide Disziplinen sind von Ort. Das kann man besser Entscheidung treffen, was ist besser für Patient. Das kommt demnächst. Weitere Fragen? Da hinten, genau. Ich bin dreimal Bandscheiben operiert und habe schon Versteifung. Und es ist eben festgestellt worden, dass also die Schrauben von der Versteifung in den Spinalkanal reingehen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob man da noch was machen kann. Ja, wenn so etwas ist, das bedeutet keine jetzt Katastrophe, ist abhängig davon, ob diese Schraube im Spinalkanal reizt irgendwelche Nervwurzel oder Nervenstruktur oder nicht, weil das ist nicht automatisch, dass jede Schraube, welche steht oder geht durch Spinalkanal, muss man revidieren, repositionieren. Wenn macht irgendwelche Schaden oder Probleme, dann ja, aber wenn alles stabil ist und macht keine Probleme, dann ist eigentlich nur Bildkosmetik. Doch, das revidiert. Ich habe schon sehr viele Probleme mit Laufen und Stehen. Kann ja. Also nur mit Stock laufen oder Rollator. Ja, muss man eigentlich recherchieren, Bilder schauen. Ja. Da ist aussagekräftig auch diese Elektrodiagnostik, neurophysiologische Diagnostik. Und diese zeigt wirklich, dass Nerv beschädigt ist. Dann muss man auch überprüfen, ob wirklich Schraube Ursache ist. Oder ist möglicherweise Ursache Narbegewebe oder war schon früher beschädigt. Muss man alles recherchieren, weil gibt es auch keinen Sinn, umsonst etwas revidieren, nur das Bild schaut besser Jawohl. Aus. Ja. Danke. Weitere Fragen aus dem Publikum? Hier vorne. Frau Horn, da. Da rein. Wir müssen mit dem Pointer dann noch zeigen. Ja, genau. Ja, ich hatte vor 3 Jahren eine Operation Spinalkanal. Dann sind 4 Schrauben eingesetzt worden. Und jetzt, nach 3 Jahren, ist schon wieder unterhalb von der Narbe, ist schon wieder fast wieder zusammen. Der Kanal, ich kann schon viel mehr fast nicht mehr in den Beinen. Und es passiert, dass ich mal hinfalle oder so weiter, wie es im ersten Fall war. Ja. Und dann haben sie ein wenig erweitert und das ist wieder ganz gut gegangen, aber jetzt ist unterhalb von der Narbe dasselbe Zeichen wieder passiert. Ja, kann man auch passieren nach Spinalkanalstenose-Operation, nach Erweiterung des Spinalkanals. In manchen Fällen passiert, dass diese Narbegewebe bildet sich und macht wieder Einengung auf gleicher Stelle oder mehr oft Nachbarstelle. Jetzt muss man recherchieren und sehen, welche Stelle ist. Möglicherweise kann man noch einmal das erweitern, ohne dieses Material rausnehmen, eigentlich alles in Ruhe lassen, was betrifft diese Spondylolisthese und nur diese Erweiterung noch einmal machen. Oder muss man etwas anderes machen? Eigentlich
Bilder sind da entscheidend. Wie schaut das aus? So, Frau Horn, wo haben Sie da oben jetzt noch Eier da? Hm? Ich hätte noch eine allgemeine Frage bei der Nukleotomie von Dorsal. Wie kommen Sie da an den Bandscheibenvorfall ran, ohne das Rückenmark zu verletzen? Ja, sehr gute Frage. Wir kommen eigentlich mit gleichem Zugang wie bei klassischer mikrochirurgischer Operation. Das bedeutet, wir gehen ein bisschen an die Seite von sogenannten Prozessus spinosus. Wir kommen unter Rängen mit Spitze von Endoskop genauso zwischen zwei Wirbel. Da ist nur Ligamentum flavum. Wir schneiden diese Flavum mit einer speziellen endoskopischen Schere und wir rutschen rein und wir schieben diese, nicht Rückenmark, sondern Dura und diese Nerven medial in die Mitte. Und wir haben genug Platz. Das geht. Genau gleiche Prinzipien wie bei mikrochirurgischer Technik. Nur unter Endoskop. Ja, hier vorne. Ich bin vor Jahren an Spinalkanal operiert worden und jetzt habe ich aber wieder große Probleme im Rücken. Nicht im Sitzen, nicht im Liegen, aber beim Laufen. Und da habe ich, also ich kriege dann auch ganz schlecht Luft. Kann das ein Zusammenhang sein, wenn ich nach vorne gebeugt gehe, dass ich da so schlecht Luft kriege? Hier habe ich kein Problem und somit ich mich ein bisschen anstrenge, kriege ich keine Luft. Kann das ein Zusammenhang sein? Ja, so normalerweise so am Schnelle glaube ich nicht, das hat jetzt dieses Gefühl, dass ich nicht Luft kriege, hat nicht direkt zu tun mit Spinal. Ja. Ja, musste man bei einem Hausarzt oder Internisten ein bisschen recherchieren, aber ich glaube nicht, dass direkte Verbindung da ist zwischen Luft kriegen und Wirbelsäule. Ja, schwer zu sagen, so beantworten, aber meiner Meinung nach ist auch nicht jetzt Wirbelsäule die erste, welche ist verdächtig für so etwas. Gut, dann gibt es da hinten noch mal eine Frage von Ihnen. Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem und bei mir war dann tatsächlich das Rippengelenk vom 5. Brustwirbelkörper dafür verantwortlich und die Spinalnerven haben tatsächlich schon Auswirkungen aufs Herz und auf die Atmung mit und ziehen da ganz gerne nach vorne mit. Also allgemein auch Rippenblockaden strahlen oft nach vorne mit aus. Ja, wenn in Brustwirbelsäule konnte so etwas passieren, aber das ist wirklich nicht oft, das ist selten. Ist typisch irgendwelche strahlende Schmerzen in Brustkorb auf einer an der anderen Seite, aber so erweiterte Symptomatik ist, muss ich sagen, ist nicht oft. Dann noch. Hm? Ja, hinsichtlich der Spinalkanalstenose hätte ich die Frage, was ist bevorzugt, Physiotherapie und ist dann die Operation der letzte Fall, der dann auftreten sollte oder bekommen wir sowas eher mit Physiotherapie hin und dann auch langfristig hin? Und ist dann die Operation das letzte Mittel, das dann angewandt wird? So, ist alles abhängig davon, wo und welche Stenose ist. Zum Beispiel ein Patient, welcher hat nur auf eine einzige Höhe, auf eine einzige Etage eine ganz heftige, starke Spinalkanalstenose, dann sage ich immer, lohnt sich so bald wie möglich das Operieren. Weil das ist nur eine einzige Stelle, das ist ein relativ kleiner Eingriff und schnelle Lösung. Wenn ein anderer Patient kommt und hat so Gebrauchsspüren, so sage ich so, in gesamte Wirbelsäule, überall ein bisschen etwas, dann sage ich, ja,
überall ein bisschen, kann man nicht komplette Wirbelsäule austauschen, dann leider können wir keine jetzt vernünftige, so gezielte Operation anbieten. Nur eine riesige große mit keiner Garantie für hundertprozentigen Erfolg. Dann kommt auf die Szene Physiotherapie als bessere Methode und sagen wir, okay, wenn überall etwas ist, nirgendwo eindeutig, dann sagen wir, okay, Physiotherapie und Operation als letzte Mittel. Das bedeutet, von Fall zu Fall ist anders. Wie oft können denn Rückenschmerzen nach einer erfolgreichen endoskopischen OP wiederkommen? Oder ist es überhaupt oft der Fall? Oder? Ja, bei dieser unsere endoskopische Denervation, diese, was habe ich an die letzte Stelle gezeigt, wie mit Strom, wir machen diese kleinen Nerven kaputt und diese Stelle ist dann schmerzlos, ist eigentlich ausgeschaltet. Und Patienten sind zufrieden. Aber leider, ab und zu kann man passieren, dass diese kleinen Nerven aus Nachbarbereich wachsen wieder in der Nähe rein und wiederholt sich dieser Schmerz. Aber in diesem Fall können wir die ganze Prozedur noch einmal wiederholen. Das bedeutet, diese Operation kann man auch zweites Mal machen. Herr Dr. Jugovic hat ja schon ganz viel jetzt über die Wirbelsäule geredet. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt inzwischen ein Wirbelsäulenzentrum sind in Hof. Wirbelsäulenzentrum Sana Klinikum Hof. Wir beiden haben das gegründet. Dazu gehören nicht nur die Neurochirurgie und die Orthopädie, sondern natürlich auch die Schmerztherapie. Wir haben ja eine eigene Schmerztherapie bei uns im Haus, die Frau Dr. Schöche, die eine hervorragende physikalische Medizinerin ist und ganz viel anbieten kann außerhalb unserer operativen Fähigkeiten. Wir haben die Neurologie dabei. Der Dr. Glum mit seiner neurologischen Klinik gehört mit dazu. Und wir sind ein Zentrum für Wirbelsäulenbehandlung. Das heißt, wenn Sie zu uns kommen, geht es nicht nur darum, wer operiert als erstes, sondern wir wollen Ihre Diagnose stellen. Wir wollen wissen, was Sie haben. Und das ist manchmal schwierig. Und wenn wir das wissen, dann versuchen wir, die ideale Therapie für Sie zu finden. Und das bedeutet auch, ob Sie zu Herrn Dr. Jugovic gehen oder zu mir, ist völlig egal. Wir treffen uns jeden Freitag und machen eine Konferenz über alle unsere Patienten. Das heißt, wir besprechen das und sagen, wer ist der Bessere, wer kann das da in dieses Problem am besten lösen. Das war mir wichtig, dass Sie das nochmal mitnehmen. Herr Dr. Jugovic hat Gott sei Dank jetzt eigene Sprechstunden. Bayreuth, Rehau, hier in Hof. Ich habe meine Sprechstunden. Sie erreichen uns auch im Klinikum. Also wir müssten eigentlich die Tür weit offen haben. Vielen Dank. Ja, dann Ihnen beiden herzlichen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Ja. Tschüss. Dankeschön.